Der Santi Heizunterzieher. Wie ist er aufgebaut? Wie funktioniert er? Wie ist seine Heizleistung? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute im Video der Santi Heizunterzieher. Das ist das größte Heizsystem, das Santi anbietet. Wir hatten euch in den letzten beiden Videos die Heizhandschuhe und die Heizweste vorgestellt. Und nun möchten wir euch zum Abschluss dieser kleinen Serie von Heizungssystemen von Santi auch natürlich noch den Heizunterzieher vorstellen. Den seht ihr einmal hier. Der Santi Heizunterzieher basiert auf einem BZ400X Unterzieher, also ein kompletter Unterzieher, der auch die entsprechende Wärmeleistung ohne Heizsystem bringt. So könnt ihr auch Tauchgänge durchführen, wenn ihr sagt, ihr möchtet mal keine Heizung verwenden, sodass ihr den gleichen Unterzieher auch dann verwenden könnt, wenn ihr sagt, heute einmal ohne Heizung. Das System ist sehr groß, was den Wärmebereich angeht. Wir haben hier komplett den Oberkörper wärmend, dann geht es hier runter fast bis zu den Knien oder bis zum Kniebereich und auch die Arme werden hier runter bis ungefähr hier gewärmt, sodass wir hier einen sehr großen Bereich haben, der mit Wärme versorgt wird. Aus meiner Sicht ist das für die gängigen Tauchgänge nicht zwingend notwendig. Es ist hier wirklich ein extremer Unterzieher für wirklich sehr, sehr lange und anspruchsvolle Tauchgänge. Dieser Effekt, diese extreme Wärmeleistung des Unterziehers kann dann aber auch nochmal verstärkt werden, indem Heizhandschuhe angebaut werden. Die Heizhandschuhe, wenn ihr euch unser Video dazu anschaut, benötigen ein zusätzliches Kabel, mit dem ihr die Wärmeversorgung der Handschuhe sicherstellen könnt. Aber dieses Kabel hat der Heizunterzieher bereits verbaut. Dafür hat er hier unten, immer wenn bei Santi etwas gelb ist, hat etwas mit Heizen zu tun, habt ihr hier unten noch Kabel verbaut. Und diese Kabel sind wieder genau passend zu den Heizhandschuhen, sodass ihr hier zusätzlich zu der Anzugheizung auch noch Heizhandschuhe mitverwenden könnt. Was hier natürlich schon sehr schön ist, dass dann diese Kabel fest im Anzug integriert sind und nicht im Prinzip zwischen Haut oder Unterwäsche und Anzug selbst verlegt werden müssen, so wie wir es euch im Handschuhvideo erklärt haben. Dieser Unterzieher hat die Kabel gleich fest verbaut, weil er hier als Heizunterzieher größten Komfort bieten möchte. Und wenn er wirklich dann diesen Heizunterzieher mit diesem riesigen Wärmebereich und dann noch Heizhandschuhe dazu habt, ich glaube, dann seid ihr komplett durchgeheizt, da werdet ihr nicht mehr frieren, egal unter welchen Umständen. Dadurch aus meiner Sicht wirklich für extreme Tauchgänge gedacht, die sehr viel Wärme erfordern bzw. sehr großes Auskühlungspotenzial haben im Kaltwasser oder eben sehr lange Dinge. Eine tolle Geschichte, die natürlich auch seinen Preis hat. Der Unterzieher ist relativ teuer, darum haben wir ihn auch standardmäßig nicht bei uns im Shop im Angebot. Wir können ihn natürlich für euch bestellen. Wie gesagt, die Größenbestimmung ist mit den normalen Unterziehern möglich, da er ja komplett kompatibel ist. Und so läuft es in der Regel dann auch bei uns ab, dass wir sagen, wir versuchen die richtige Größe anhand des klassischen Unterziehers, des nicht beheizten Unterziehers zu ermitteln und dann bestellen wir euch diesen Unterzieher, sodass er dann genau für euch passt. Wie jeder andere Unterzieher, jeder andere BZ400 Unterzieher, verfügt er natürlich über die gleichen Systematiken, über die gleichen Funktionen. Er hat hier unten eine Durchführung von oben und unten, könnt ihr hier rein fürs Pinkelventil. Er hat einen Reißverschluss, der von beiden Seiten zu öffnen ist. Im Inneren verfügt er natürlich über Hosenträger, hat eine Innentasche, hat hier auf der Seite auch nochmal zwei Taschen. So wie ihr es vom klassischen BZ400 Unterzieher kennt, haben wir hier auch hier unten die Beweglichkeit drin. Hier nochmal das Meshmaterial an der Stelle, wo es ja durch die Handschuhe schneller mal etwas feuchter wird oder auch ein bisschen nass wird. Also der Unterzieher ist komplett identisch mit dem klassischen Unterzieher und verfügt hier eben noch über eine große Heizleistung. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, wie der Unterzieher mit Strom versorgt wird. Dazu haben wir hier wieder eine kleine Tasche.
Wenn ihr unser Heizwesten-Video gesehen habt, dann ist es ja dort genauso. Und dort ist nun das Anschlusskabel versteckt. Und hier steckt ihr dieses Kabel einfach dann an die Durchführung, an die Anzugsdurchführung an. Und wie gesagt, es kommt als nächstes dann auch noch ein Video zur Anzugdurchführung. Auch dort gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, sodass wir hier lieber nochmal ein eigenständiges Video dazu machen. Dann wird es noch im Anschluss daran mal ein Video zu den Akkus geben, zu den Akkugrößen, die vielleicht sinnvoll sind. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine Zusammenfassung hinbringen, wie ein komplettes Heizsystem aufgebaut sein soll. Ja, das war es dann auch schon zum Heizunterzieher. Eigentlich jetzt ein relativ kurzes Video, aber hier gibt es relativ wenig zu sagen. Ihr kennt einen klassischen Unterzieher und dieser Unterzieher wurde einfach noch um ein zusätzliches Heizsystem erweitert und somit könnt ihr hier maximale Wärme für euren Körper erzeugen. Wenn ihr Kommentare zu dem Anzug habt, wenn ihr ihn vielleicht sogar selbst getaucht seid, bitte unten im Kommentarfeld freuen wir uns immer, wenn hier etwas passiert, wenn ihr uns eure Meinungen mitteilt. Ansonsten natürlich gerne einen Daumen hoch und das Abo natürlich nicht vergessen, sodass wir euch immer informieren können, wenn wir ein neues Video rausbringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.